Ja, Matthias Steinheimer mein Name. Ich erzähle euch heute was über Stromnetz und was ich da in letzter Zeit so getrieben habe. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mich mit Smart Metern und so weiter beschäftige, eher in der Domäne unterwegs bin. Heute ein bisschen was anderes. Die Meyerwerft in Papenburg hat dieses schöne Schiff gebaut und am 4.11.2006 sollte dieses Schiff quasi in die Freiheit entlassen werden. Und die Meyerwerft hat so ein kleines Problem. Sie ist nämlich, ich würde euch das jetzt gerne da vorne zeigen, hier ist die Meyerwerft in Papenburg und hier ist die Ems und da oben kommt irgendwo die Nordsee. Ja. Das heißt, sie müssen ihre Schiffe immer hier runter transportieren. Ja. Und um das zu tun, müssen sie hier an diesem Punkt eine Freileitung abschalten. Ja, das ist die, die hier in diesem Bild dargestellt ist. Diese Aufsätze, die da oben beziehungsweise diese Aufsätze waren 2006 noch nicht da. Die Leitung war erheblich niedriger. Das heißt, sie mussten bei dem Netzbetreiber anrufen und sagen, hey, wir würden gerne dieses Schiff ausliefern. Der Abstand zwischen Schiff und Leitung ist ein bisschen knapp. Könnt ihr die Leitung nicht da abschalten? E.ON hat gesagt, jo, alles klar, wir kriegen das hin. Und dann haben sie es verkackt. Also das Abschalten der Leitung haben sie prima hingekriegt. Was sie halt nicht mit bedacht haben, ist, dass die Leistung, die halt zu dem Zeitpunkt über diese Leitung transportiert wird, ja irgendwo sonst transportiert werden muss. Und das hat dazu geführt, dass es, ich sag mal, eine Kettenreaktion von Überlastungen gab, von Abschaltungen im Stromnetz. Ihr seht, da geht es irgendwie oben bei Werndorf, Landsbergen, das ist die 1 da oben los, dann die 2, 3, 4, so diese ganze Kette. Das sind alles Übertragungsleitungen im Höchstspannungsnetz, die so 380 kV, 220 kV transportieren und richtig Leistung machen. Also zum Beispiel hier Werndorf, Landsbergen hat eine Leistung von 2000 Watt so im Durchschnitt. Das heißt, 2000 Ampere im Durchschnitt, das heißt, das ist schon relativ viel. Gut, das war dann so die Situation. Das hatte europaweite Auswirkungen. Das europäische Verbundnetz ist in drei Teilbereiche zerfallen. Man sieht das auch relativ schön hier an der Frequenz. Also alles, was ich hier zitiere, ist irgendwie aus dem Abschlussbericht der Bundesnetzagentur, die sich natürlich diesen Vorfall mal angeguckt hat. Ja. Da gibt es halt diese schönen Graphen, wo man halt sieht, okay, hier war die Abschaltung der Leitung. Danach sind diverse Schutzeinrichtungen ausgelöst worden, diverse Leitungen getrennt worden. Und es gab dann halt wirklich drei Zonen in Europa mit komplett unterschiedlicher Netzfrequenz. Das heißt, die waren nicht mehr ein System, sondern es waren drei Teilsysteme, die da vor sich hingewabert sind. Ja, wenn man in die Ursachenforschung einsteigt, kommt man drauf, dass einer der Fehler, die E.ON bzw. RWE gemacht haben, ist, die haben sich einfach nicht mehr untereinander abgesprochen. Ja, die hatten nämlich vollkommen verschiedene Sicherungswerte in ihre Leitungen. Wenn man sich hier den Auslösewert anguckt, war der auf Seite, also es ist eine Leitung, das ist die Seite von E.ON, das ist die Seite von RWE. Auf Seite von E.ON, ja, 3000 Ampere, auf Seite von RWE 2100 Ampere. Ja, das heißt, diese Sicherung ist einfach ausgefallen, weil E.ON dachte, naja, da geht noch was. In Wirklichkeit, es gab da, also dieser Abschlussbericht, der liest sich eigentlich ganz, ganz lustig. Das sind so 10 Seiten. Das ist großes Popcorn, wenn ihr da mal Lust drauf habt. Ist auch hier überall nochmal dargestellt. So, und irgendwann hatte man dann natürlich später das Problem, also es war so 22.10 Uhr etwa, wo diese Abschaltung passiert ist. Hier hinten, ich sag mal 22.48 Uhr, beziehungsweise 22.49 Uhr irgendwas, hat man es dann geschafft, diese Netze wieder zu einem Netz zusammenzufassen. Ja, jede dieser Nummern, die ihr da hier seht, steht für einen Versuch, zwei Teilnetze miteinander zu verbinden. Naja, das ist halt nicht ganz einfach, ja? muss man fairerweise auch sagen. Man sieht das halt hier, also es ist immer die Frequenz versus die Uhrzeit. Das heißt, hier, wo diese zwei Kurven so aufeinander zugehen, da nähern die sich schon von der Frequenz her an, schaffen es dann aber nicht, sich wirklich zu synchronisieren und fallen dann halt wieder auseinander. Ja? Wohlgemerkt, wir reden jetzt hier irgendwie von ganzen Ländern, die da versuchen, ihre Netzfrequenz zu synchronisieren. Ja? Und hier hinten hat es dann mit der
grünen und gelben Linie das erste Mal funktioniert. Das war dann auch nicht mehr so weit weg von dieser blauen Linie und bei der neuen war dann quasi wieder eine gemeinsame europäische Netzfrequenz hergestellt. So viel zum Einstieg. Es gibt diverse Vorfälle, die man basierend auf der Netzfrequenz ganz gut beobachten kann. Ja, ich finde die Netzfrequenz insofern recht spannend, als dass es etwas ist, was man an jeder Steckdose beobachten kann. Also die Netzfrequenz ist theoretisch, wenn nicht gerade ein Schiff ausgeliefert wird, überall die gleiche. Das heißt, ich kann da an die Steckdose ein Messgerät anschließen und kann gucken, was passiert denn da. Die Netzfrequenz ist, und das werde ich jetzt im Folgenden auch ein bisschen näher erläutern, es ist die zentrale Steuergröße, wenn es um den Einsatz von Kraftwerke geht. Ja, das heißt, man kann da im Prinzip dem Stromnetz beim Arbeiten zugucken. Ja. Und letzter Punkt, wir haben ja in Deutschland, beziehungsweise in Europa fängt man jetzt auch an, über sowas nachzudenken, uns zum Ziel gesetzt, dass man die Energiewende durchzieht. Das heißt, wir bauen unser Energieversorgungssystem jetzt komplett um. Ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal freie oder frei verfügbare Messdaten zur Verfügung zu stellen und einfach zu gucken, knirscht es da im Gebälk oder funktioniert das eigentlich ganz gut. Insofern, NetSinus, kleines Projekt von mir, ist auch online, sollte theoretisch auch jetzt funktionieren. Man sieht in Echtzeit die Frequenz in unser Stromnetz ist. Das hier ist die Frequenzabweichung in Millihertz, also Tausendstel Hertz. Ja, und man sieht da ganz gut, okay, hier gibt es irgendwelche Schwankungen, das heißt, die ist nicht immer gleich. Und hier habe ich so eine kleine Schätzung gebaut, wie viel Regelleistung, also wie viel Kraftwerksleistung brauche ich denn, um diese Abweichung wieder zurück auf die 50 Hertz zu führen. Ist eine Heuristik, ist nicht hundertprozentig genau. Dann kann man sich aber mal so diese Größenordnungen vor Auge führen. So, für die Leute, die noch nie irgendwas von diesem Stromnetz gehört haben, ein kleiner Überblick. Die Abbildung ist aus der Wikipedia, die vereinfacht sehr, sehr stark. ja. Ich gehe da auch nicht in die letzte Punkte ein, aber ich finde die ganz schön, weil man sich so auf einem Bild mal so einen groben Überblick verschaffen kann. Ja. Zum Beispiel gibt es hier diese vier Netzebenen. Ja, ich habe oben meine Höchstspannung, 380 oder 220 kV. Das sind die großen Übertragungsleitungen, wie zum Beispiel sowas, was man hier in Papenburg halt abgeschaltet hat. Man hat eine Ebene drunter, Hochspannung. Ja, da sind schon die ersten Verbraucher auch dran angeschlossen. Auf der Höchstspannungsebene hat man quasi nur Stromerzeuger. Das sind industrielle Großabnehmer, was weiß ich, eine Aluminiumschmelze oder sowas, die würde man wahrscheinlich auf die Ebene anschließen. Drunter kommt die Mittelspannung, das ist das, was üblicherweise dann in einem Ort ankommt. Ja, da sind wir so bei 1 bis 50 kV, meistens sind es 10 kV-Leitungen oder 30 kV-Leitungen, die da ankommen. Das ist im Endeffekt auch das, was in euer Trafohäuschen geht, was irgendwo im Ort steht. Beziehungsweise stehen mehrere rum. Und dort wird dann Niederspannung daraus erzeugt, die 400 Volt, die man halt daheim anliegen hat. Beziehungsweise in der Steckdose 230 Volt. Einmal Ebenen. Das ist ein regulierter Markt. Also es gibt zwar Unternehmen, die das betreiben, aber das ist von der Bundesnetzagentur ex ante. Also bevor irgendwas passiert, muss irgendwas genehmigt werden. Das heißt, das ist nicht irgendwas, was ein Unternehmen frei designen kann. Wir haben natürlich verschiedene Kraftwerke. Ja, ganz oben die großen, dicken Brummer, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, die dann mit ihren mehreren Blöcken auch mal ein Gigawatt oder so an Leistung einspeisen können. Wasserkraftwerke hängen auch auf der Höchstspannungsebene. Und je tiefer man quasi von der Spannung geht, desto kleiner werden auch die Kraftwerke. Bis hin zu, ich sag mal hier auf der Mittelspannungsebene, Windpark. Oder Solarkraftwerke, die es früher, als man dieses Netz gebaut hat, so noch gar nicht gegeben hat. Ja, das heißt, ich habe jetzt auf einmal, also früher floss die Leistung halt immer von oben nach unten. Und jetzt habe ich auf einmal hier was von unten nach oben drückt, ja, macht vielfältige Probleme. Noch viel schlimmer ist diese Problematik hier in dem Niederspannungsbereich, wo halt Privatleute jetzt anfangen, Photovoltaikanlage aufs Dach zu schrauben und selber Strom zu produzieren. In der Pfalz gibt es die erste Gemeinde, wo einfach aus Netzstabilitätsgründen keine Photovoltaikanlage mehr installiert werde. Das heißt, die kriegt man einfach nicht ans Netz gebracht. Ja.
sind so Probleme, die hat man halt, wenn man versucht, dieses System umzubauen im laufenden Betrieb. Ja, ignorieren wir da. So, zur Netzfrequenz selber. Ja, also Stromnetz hat eine Nennfrequenz von meistens 50 Hertz. Davon wird teilweise ein bisschen abgewichen, weil es immer noch eine sogenannte Netzzeit gibt, also eine Uhrzeit, die man aus dem Netzsinus generiert. Irgendeine Uhr, die steckt man einfach rein und die nimmt halt diese 50-Hertz-Schwingung als Basis für die Uhrzeit. Da gibt es dann immer einen Drift. Und diese 50 Hertz werden von Zeit zu Zeit gezielt auf einen anderen Wert gesetzt, einfach um diesen Drift der Netzuhren zu kompensieren. Aber Pi mal Daumen, sagen wir jetzt einfach vereinfachen, das sind 50 Hertz. Und diese 50 Hertz ist ein Regelwert, ein Zielwert, an dem man, beziehungsweise an der Abweichung, kann man relativ gut das Gleichgewicht von Last und Erzeugung erkennen. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier richtig stehe. Wenn ich zu viel Erzeugung habe, wenn sich also die Waage so rum neigt, ja, dann steigt die Netzfrequenz an. Umgekehrt, wenn ich mehr Last habe als Erzeugung, dann sinkt die Netzfrequenz. Das heißt, die Frequenzabweichung selber ist ein Maß dafür, wie gerade das Verhältnis zwischen Erzeugung und Last ist. Insofern ein sehr einfaches Mittel, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was ist in meinem Stromnetz los. Ja, und das benutzt man auch direkt für die Steuerung von Kraftwerken. Ja. Man hat nämlich das Problem, dass eben diese Last, die ja maßgeblich auf der Seite quasi meine Netzfrequenz beeinflusst, die Last ändert sich zum einen im Tagesverlauf. Das ist jetzt ein Graph aus einer amerikanischen Publikation. Insofern sieht der bei uns ein bisschen anders aus. Aber auch bei uns hat man einen sehr, sehr regelmäßigen Tagesverlauf auf das deutsche Netz betrachtet. Ja, also wenn man alle Haushalte, alle Verbraucher in einen Topf wirft, dann kommt da einfach was recht Regelmäßiges aus. Das ist ganz gut planbar. Man hat auch unvorhergesehene Ereignisse, da fährt jetzt irgendwo ein Kraftwerk hoch oder da fällt ein Kraftwerk aus oder hier brennt eine Leitung ab oder es wird ein Kreuzfahrtschiff ausgeliefert. Da muss man halt irgendwie drauf reagieren und das sieht man halt eben an der Netzfrequenz. Ja, es gibt eine Regelung, die man sich überlegt hat, die kommt von der UCTE, das ist die Vereinigung der Übertragungsnetzbetreiber in Europa, und die haben sich ein Schema überlegt, okay, wir haben eine Primärregelung, die im Prinzip sehr schnell reagieren kann, die kann aber eine Regelabweichung nicht komplett kompensieren, dafür ist sie nicht ausgelegt. Wir haben eine Sekundärregelung, die in der Lage ist, eine Abweichung, die festgestellt wurde, wieder zurück auf den Sollwert von 50 Hertz zu führen. Ja? Und das sind quasi die zwei Komponente, die mehr oder minder in jedem Großkraftwerk einfach installiert sind in Form von Regeltechnik. Ja. Die Minutenreserve oder Tertiärregelleistung, das wiederum ist ein anderer Bereich, der wird halt dazu genutzt, um quasi diese Primär- und Sekundärregelleistung, die gebunden ist in irgendeinem Ausfall, abzulösen. Das heißt, es gibt Kraftwerke, die fährt man dann für den Zweck wirklich nochmal hoch. Hallo, hier fehlen jetzt irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Megawatt, produzier die mal. Sodass die anderen Kraftwerke die Primärregelleistung und Sekundärregelleistung wieder rausnehmen können, damit für die nächste Abweichung die Energie halt wieder zur Verfügung steht. Ja, das ist überwiegend in den rotierenden Masse von Großkraftwerken verbirgt sich diese Energie, also die Primärregelleistung. Ja, stellt euch einfach eine riesig große Turbine vor, die hat ein gewisses Moment und wenn da jetzt von einem Moment auf den anderen jemand einen Lichtschalter betätigt, dann stört das einfach diese rotierende Masse nicht wesentlich. Ja, also messbar, aber nicht wesentlich. Ja, es gibt da gewisse, Regelmaßnahme, die man macht bei Frequenzabweichung. Ich will da jetzt nicht durchgehen. Da ist irgendwie meine 50 Hertz Grundfrequenz. Erst ab 20 Millihertz Abweichung fängt man überhaupt erst an zu regeln. Ja, weil man sagt, alles, was kleiner ist, ist entweder ein Messfehler oder man kriegt das sowieso nicht ausgeglichen so schnell, insofern 20 Millihertz, das ist ein Totraum. Dann geht's halt runter bis, ich sag mal, keine Ahnung, wo fängt man an, Lasten abzuwerfen, hier 49 Hertz. Zweite Stufe der Netzstabilisierung, da würde man, also Frequenz zu niedrig, das heißt, es gibt nicht genügend Erzeugungsleistung, um die am Netz angeschlossenen Lasten zu versorgen. Also schmeißt man Lasten ab. Sprich, man trennt Stadtgebiete oder Großverbraucher oder was auch immer vom Netz, einfach um das Netz zu entlasten.
Wenn man sich die Auslieferung dieses Kreuzfahrtschiffs anguckt, dann war man auch durchaus hier in diesem Bereich. Ja, also es war kurz vor dieser Stufe 3, da hat man dann insgesamt, ich sag mal, 30% der europäischen Verbraucher, beziehungsweise 30% der Verbraucher in diesem Netzgebiet hätten dann halt keinen Strom gehabt. Und das ist schon ziemlich groß. So, wie funktioniert das in so einem Kraftwerk? Das ist eine Darstellung aus einer amerikanischen Publikation von 1981. Ich kann immer nur empfehlen, Paper zu lesen, die es nicht im Internet gibt, weil die sind meistens viel, viel geiler gezeichnet und aufbereitet und massiert worden, bevor man sie halt in Papierform verteilt hat. Das hier ist von Elgard, Control of Electric Power Systems. Sehr gutes Paper, sehr einfach verständlich. Das findet man auch digitalisiert mittlerweile. In so einem Kraftwerk gibt es im Prinzip zwei Regelkreise. Einmal hier Voltage Control, sprich ich muss ja irgendwie die Spannung, die da ausgeliefert werden soll, regulieren. Ja, das kann mal mehr oder weniger sein, oder ich brauche mal mehr Blindleistung oder was auch immer. Brauche ich heute nicht. Der ganze Bereich hier, das ist die Primärregelung für die Frequenz. Ja, also man versucht im Prinzip diese 50 Hertz stabil zu halten. Hier gibt es irgendeinen Sensor im Stromnetz, der hängt da an meinen Bussen dran, liefert mir irgendein Signal, das wird dann da oben irgendwie verarbeitet, abgeglichen mit der Umdrehungsgeschwindigkeit meiner Turbine und wandert dann quasi in so einen Stellregler rein. Und in diesem Stellregler wird entweder ein Wasserstrom auf und zu gemacht oder ein Dampfstrom auf und zu gemacht. Und so regelt man quasi über die Drehzahl der Turbine und dem Generator die Frequenz, die hier rauskommt. Ja. Das heißt, ja, physikalischer Prozess. Ich habe hier rotierende Masse, da steckt sehr viel Energie drin. Das ist relativ träge und deswegen hat man eine Chance, ich sag mal so kleine Fluktuationen einfach wegzubügeln. Ja. Das wäre jetzt quasi die Primärregelung. Die Sekundärregelung, jetzt muss ich mal gucken, wo kommt hier der Referenzwert rein? Steht gar nicht da. Ja, aber im Prinzip hier oben irgendwo wird dann quasi über die Sekundärregelung nochmal ein anderer Stellwert vorgegeben. Das heißt, die Drehzahl dieser Turbine muss jetzt irgendwie eine Umdrehung die Minute schneller sein oder was weiß ich. Ja. Gerne. Richtig. Die Frage war, man muss auch Phasen synchron einspeisen. Ja, muss man. Also die Abweichung, jetzt musst du vom Kraftwerkstyp unterschreiben. Wenn du zum Beispiel eine Photovoltaikanlage hast, die darf sowieso nur phasensynchron einspeisen, da gibt es kein Potenzial, irgendwas zu regeln. Die misst einfach, wie ist mein Netzsinus und gibt dann die Leistung ab. Bei sowas hast du gar keine Chance physikalisch, das Phasen verschoben einzuspeisen, weil dir würde es deine Turbine einfach auseinanderreißen. Also mein Arbeitgeber hat das mal versucht, wir haben ein Blockheizkraftwerk. wir haben relativ komplexe Gebäudeleittechnik und wir haben Blockheizkraftwerke und wir haben halt einfach mal einen Test gemacht. Ja, funktionieren diese Blockheizkraftwerke auch so wie gespeckt? Und jetzt hat man ja hier statt einer Turbine ein Blockheizkraftwerk halt, da dreht sich halt irgendwas aus diesem Motor raus und man hat diesen Generator. Und was sie halt versucht haben, ist nicht phasensynchron einzuspeisen, mit dem Ergebnis, dass sich dieses Teil, was hier in der Mitte ist, die Kraftkupplung, in 1000 Teile zerlegt hat. Ja, also da kriegst du halt nicht hin. Das ist auch das große Problem, weswegen die bei dem Zusammenführen der Netzfrequenz am Anfang halt einfach so viele Versuche gebraucht haben. Ja. Du kannst dagegen arbeiten, in ganz, ganz kleinen Schritten. So machst du ja die Korrektur. Du kannst aber nicht sagen, ich habe jetzt hier einen großen Offset und spring da irgendwo rein, weil ja, das war jetzt eigentlich für die nächste Folie geplant. Da kommt nämlich genau der Punkt, du hast natürlich eine massive Rückkopplung zwischen den Kraftwerken. Ja, also hier so ein Schema von irgendeinem Energieversorgungssystem. Ich habe oben meine Generatoren, also meine Kraftwerke, habe da irgendwelche Busse, da sind irgendwelche Leitungen und ich habe halt hier diese Pfeile, die nach unten zeigen, das sind meine Verbraucher. Ja. Im Prinzip sind jetzt die Generatoren untereinander über das Stromnetz ja auch verbunden. Ja. Und deswegen verhalten die sich elektromechanisch, in etwa so wie zwei
Lokomotiven, die irgendwie einen Zug hinter sich herziehen und in der Mitte durch irgendeine Feder verbunden sind. Ja, die können in einem gewissen Bereich können die, ja, haben die eine gewisse Flexibilität. Ja, genauso wie ein Kraftwerk eine gewisse Flexibilität hat zu sagen, nee, ich will da jetzt aber gegen die Frequenz dagegen arbeiten, bis die Feder halt reißt. Dann hast du halt unendliche Flexibilität beziehungsweise dein Kraftwerk beschädigt. Ja, es ist auch ein großes Problem, wenn man versucht, Kraftwerksblöcke hochzufahren und ins Netz zu bringen. Ja, also es gibt auch so seltsame Schwingungen, Rückkopplungen in diesem elektromechanischen System, wo dann quasi das Netz und deine lokale Mechanik anfangen, gegeneinander zu schwingen. Deswegen gibt es Drehzahlbereiche, die in einem Kraftwerk ganz schnell durchfahren müssen. Sonst, here be dragons. Ja. Aber so tief stecke ich jetzt nicht im Kraftwerksbau drin, dass ich euch das im Detail erläutern könnte. Ja, dann gibt es noch so andere Publikationen. Also ich bin nicht der Erste, der auf den Trichter kommt, Frequenzen in diesem Stromnetz zu messen. Weißbach, Welfonda haben für Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber in Deutschland ein Paper geschrieben und sich einfach Frequenzabweichungen im Jahr 2007 angeguckt. Ja. Und die haben halt festgestellt, okay, wir haben, also das ist da oben diese grüne Linie, die diese Zacken hat, ja, und diese Zacken fallen immer genau mit dem Stundenwechsel zusammen. Ja. Das heißt, hier um, sagen wir, 6 Uhr habe ich einen relativ massiven Peak nach oben. Ja, dann beruhigt sich das Ganze wieder, um 7 Uhr Peak nach oben. Ja, um, was ist das, 13 Uhr Peak nach unten. Ja. Laufen die Cronjobs? Das ist eine Hypothese. Hat noch jemand eine Hypothese? Der Markt, ja. Also Stromhandel funktionierte stundenweise. Man hat hier natürlich dann stundenweise seine Kraftwerksleistung als Block am Markt verkauft. Und jetzt haben die Kraftwerksbetreiber natürlich gesagt, ja, ich bin ja nicht blöd, ja. Ich fahre so spät wie möglich meinen Kraftwerksblock hoch und fahre den aber so früh wie möglich wieder runter, einfach um Sprit zu sparen oder was auch immer diese da benutzen. Ja. Das heißt, man hat immer um diesen Stundenwechsel quasi so einen Überschuss oder eine Unterversorgung von Energie gehabt. Und daher kommen diese Frequenzsprünge. Der Übertragungsnetzbetreiber hat sich da überhaupt nicht drüber gefreut, weil der ist mit seinen eigenen Kraftwerken dafür verantwortlich, das auszugleichen. Ja. Das heißt, die einen haben gespart und der andere hat gesagt, ja, scheiße, mir zerlegt's hier irgendwie gerade meine Kraftwerksblöcke. Also die haben die größte Sorge von den Kraftwerksbetreibern in diesem, zumindest nach der Darstellung in diesem Paper, war halt die mechanische Abnutzung ihrer Systeme bei solchen Frequenzsprüngen. Ja, das ist ein grober Überblick, wie dieser Markt funktioniert, das schenke ich mir jetzt aber. Mal zu dem, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe ein kleines Messsystem aufgebaut, ja, das basiert im Prinzip auf einem kleinen Messgerät. Es gibt hier so ein paar Komponenten, Raspberry Pi und irgendeine Serverkomponente, die im Endeffekt Daten durch die Gegend schiebe. Es gibt da oben eine Datenbank und ich liefere eine kleine Webseite aus, wo ihr das halt live verfolgen könnt. Ja. Das Messgerät ist im Prinzip ein kleiner Mikrocontroller mit einem Analog-Frontend. Dieses Analog-Frontend hängt an einem Steckernetzteil. Das habe ich jetzt natürlich nicht hier rausgekramt. Ja, also ein ganz normales Steckernetzteil. Das ist allerdings ein AC-AC-Netzteil. Ja, also da kommen 9 Volt Wechselspannung raus. Das merkt man auch. Da ist ein Trafo drin. Das ist kein Schaltregler. Im Prinzip transformiere ich mir einfach meinen Netzsinus runter auf eine Spannung, die ich gut verarbeiten kann. So. Und die muss ich dann auch ein bisschen aufbereiten und Dinge tun und dann kann man die Frequenz damit messen. Der Software-Stack, der hier läuft, ist in Go geschrieben, war mein erstes Projekt mit Go, aber ich fand das sehr entspannt. Ich würde auch definitiv wieder was mit Go machen. Auf dem Raspberry Pi läuft im Prinzip nur ein kleiner Daemon, der sagt, oh, hier, da ist ein neuer Messwert und dann kriegt er jetzt seinen Zeitstempel und ich transportiere den mal zum Server. Und der Server, wie gesagt, der bespielt die Datenbank, Zeitreihendatenbank. Ich zeichne im Moment alle 2 Sekunden einen Wert auf. Mit dem Messgerät da vorne gehe ich auf 1 Sekunde runter und ich würde gerne noch mehr Messgeräte haben, weil nur eins zu haben ist halt doof. Und parallel dazu gibt es, wie gesagt, diese Webseite. Das sind Visualisierungen in JavaScript. Das heißt, auf der Serverseite passiert da gar nichts mehr. Ich schicke einfach via WebSocket hier die Messwerte runter und ja, der Browser visualisiert sie. Das ist das Messgerät. Ich habe das hier auch in Live und in Farbe dabei. Relativ simpel ausgebaut. Das ist so eine Lochrasterplatine.
Mund geklöppelt, Hand gelötet. Das sind irgendwie, keine Ahnung, keine 10 Bausteine. Insofern lohnt es sich jetzt im Moment für die Geschichte nicht, was zu machen. Ich habe ein STM32F4 Discovery Board verwendet. Ganz einfach, weil ich für die Anwendung brauche ich es nicht, aber ich habe ein paar andere Dinge, die ich auch mit der Hardware machen will. Und da brauche ich ein bisschen Rechenleistung. Insofern ist da etwas dickeres Werkzeug am Start. Ja, ein Raspberry Pi kennt ihr vermutlich. So, wie funktioniert das Ganze? Das ist der komplette Schaltplan. Das war jetzt noch nicht komplex genug, dass ich das irgendwie hätte wollen layouten oder sonst was. Insofern gibt es ja im Moment nur diese Skizze. Es hat im Wesentlichen zwei Bestandteile, nämlich einmal da oben Signalaufbereitung und hier ein Schmidt-Trigger. Signalaufbereitung ist relativ simpel. Das sind zwei Spannungsteile. Ja, ich habe hier mein Steckernetzteil. Ich habe da meine Versorgungsspannung von 3,3 Volt, die kriege ich von diesem Discovery Board. Und da oben greife ich mein Signal so ab, dass es der Mikrocontroller direkt verarbeiten kann. Guckt man sich das Ganze im Oszilloskop an, sieht es wie folgt aus. Einmal hier unten die grüne Linie, 9 Volt Wechselspannung. Ist in der Realität Spitze zu Spitze gemessen ein bisschen mehr, weil das Netzteil in dem Moment unbelastet ist. Das heißt, da fliegt einfach kein Strom. Insofern sind die Spannungen noch etwas höher. Rauskommt da oben irgendwas zwischen 0 und 3,3 Volt. In dem Beispiel, also ich habe einen regelbaren Trenntrafo zum Experimentieren im Zugriff. Da habe ich dann einfach an der Spannung ein bisschen rumdrehen können und die Schaltung so ausgelegt, dass er halt in einem sehr breiten Spannungsfeld, wie es auch in der Realität schwankt, zuverlässig funktioniert. Wenn man sich das jetzt so anguckt, also das ist im Endeffekt das, was ich meinem Mikrocontroller-Beinchen direkt geben kann, diese 3,3 Volt. Das Problem hier ist jetzt quasi, dass ich versuche, irgendwo zwischen hier und hier die Zeit zu messen. Und ich möchte quasi immer an dieser Kurve den gleichen Punkt erwischen, weil sonst habe ich mal mehr Zeit gemessen, mal weniger Zeit gemessen, das ist halt doof. Und die Flanken, die jetzt aus so einem Netzsinus rausfallen, die sind nicht so steil, dass ich die einfach einem Mikrocontroller geben könnte und er sagen würde, okay, ist jetzt hier genau an diesem Punkt. Ja. Gleiches Problem hat man beim Entprellen von Tasten zum Beispiel. Und dann nimmt man einen Schmidt-Trigger. Das habe ich auch gemacht. Ein Schmidt-Trigger ist im Endeffekt eine kleine Komparatorschaltung, die man muss ein Spannungsniveau überschreiten, dann wird er quasi fast aktiviert. Danach muss man noch ein Spannungsniveau überschreiten. Ja, und erst dann sagt er, okay, ich habe jetzt hier eine steigende Flanke detektiert und setze irgendeinen Ausgang auf High. Ja, und über den Abstand dieser zwei Punkte, dieser zwei Spannungsniveaus, kann ich über die Hysterese, kann ich irgendwelche Schwankungen und Fluktuationen und Steilheit und sonst was in meinem Eingangssignal ausgleichen. Ja. Entschuldigung. Sieht im Oszi wieder so aus, gelbe Linie mein 3,3 Volt Wechselspannungssignal, grüne Linie das, was der Schmidt-Trigger quasi an seinem Ausgang liefert, das heißt, ich habe immer hier eine steigende Flanke an diesem Punkt meines Sinus, ja, nächste steigende Flanke an fast genau dem gleichen Punkt. Ja, also das ist schon hinreichend genau, dass ich einfach fortwährend immer den gleichen Punkt treffe. Ja, dann muss ich nur noch die Zeit zwischen diesen zwei Punkten messen. Das ist relativ einfach. Fast jeder Mikrocontroller bringt ein Feature namens Input Capture mit. Das ist eigentlich ein Feature von der Timer-Baugruppe. Da zählt einfach ein Timer kontinuierlich hoch, läuft über, zählt immer weiter hoch. Was ich mache, ist quasi, ich schalte dieses Input Capture Feature an und sage ihm, okay, ruf mir bitte einen Interrupt auf, sobald du an diesem Pin eine steigende Flanke siehst. Ja, und dann kann ich einfach in dem Timer nachgucken, was ist denn der Timerstand jetzt? Was war er denn beim letzten Mal? Differenz ausrechnen und dann habe ich halt die Zeit. Das mache ich jetzt nicht nur für eine steigende Flanke, sondern das mache ich immer für Num Edges hier, das sind in dem Fall 50. Das heißt, ich gucke mir immer eine Sekunde lang die Schwingungen an, berechnet die Zeit daraus, teile es durch 50 und dann habe ich die Periodendauer. Und aus der Periodendauer kann ich die Frequenz trivial ableiten. Funktioniert das jetzt? Ja. Maurice war so dankbar, mir Daten zu geben von einem Janitzer 604E, also ein relativ brauchbares Netzanalysator-Ding, was er in seinem Rechenzentrum hat. Die rote Kurve ist der Janitzer, die blaue Kurve mein Messgerät. Man sieht, der
die rote Kurve, das passt schon jetzt so Pi mal Daumen. Was halt der Janitzer macht, ist, er glättet stärker. Ja, meine Kurve ist halt sehr zackig, ja, und die vom Janitzer ist deutlich stärker geglättet. Ist im Endeffekt aber, ja, denke mal, fast identisch. Ich würde davon ausgehen, dass es hier eine Abweichung von 1 oder 2 Millihertz gibt. Das ist schon okay. Übrigens komplett anderes Messgerät. Also mein erster Aufbau war nicht das, sondern der im Moment in Kaiserslautern läuft und diese Webseite bespielt. Das basiert auf dem Atmega, komplett andere Schaltung und so weiter. Aber ich messe mit diesem Messgerät und mit dieser anderen Schaltung exakt das Gleiche. Also ich vertraue dem Messverfahren prinzipiell schon. So, guckt man sich jetzt die Daten an, stellt man fest, das sind zuerst mal ziemlich viele. Einmal hier oben komplett den Verlauf der Netzfrequenz geplottet. Ich habe, ich sage mal, Ende oder Mitte Juli irgendwann angefangen, die Daten aufzuzeichnen, habe mich gestern nochmal hingesetzt und eine Auswertung gemacht. Meine erste Vermutung beim Plotten von diesem Histogramm war, naja, das wird wohl so Pi mal Daumen normal verteilt sein. Ist es aber nicht. Also es ist subtil nicht normal verteilt. Das heißt, diese roten Striche, die ich dahin gemacht habe, das ist diese 3-Sigma-Linie, also dreifache Standardabweichung. In der Qualitätskontrolle wird man sagen, alles, was außerhalb von 3-Sigma ist, das ist Ausschuss. Die kann man im Prinzip ja vergessen, die hat hier keine Relevanz. Zumal ja die Netzfrequenz sich mit dieser Skala, welche Abweichung bedeutet was, nochmal eigene Qualitätsmerkmale gesetzt hat. Ja, dann nochmal genau geguckt. Meine Vermutung war, dass eben dieser Stundenwechsel irgendwie anders ist. Das ist jetzt die empirische Verteilfunktion von diesen Daten. Da sieht man, dass im Prinzip die rote Linie, also der Stundenwechsel, doch deutlich abweicht von dem, was in der restlichen Zeit passiert. Ja, das heißt, irgendwas ist da anders. Man sieht das auch hier in der Darstellung relativ gut. Das ist jetzt wieder einfach ein Histogramm. Hier ist mein Stundenwechsel. Hier ist kein Stundenwechsel, da oben sind alle Daten zusammen. Jeweils die gleiche Skalierung und so weiter, also man kann es direkt vergleichen. Und die Form hier, die ist halt deutlich, deutlich breiter. Das heißt, um den Stundenwechsel passieren immer noch irgendwelche Dinge. Ja. Muss man sich dann Darstellungen überlegen, um zu verstehen, wie das zusammenhängt und wie man da ja, sich dem Problem jetzt nähert. Ich kam damit hoch, beziehungsweise sind auch Darstellungen, die andere verwende. Es ist einmal auf der X-Achse die Stunde, auf der Y-Achse die Minute und dieser Farbklecks ist jeweils die größte Abweichung, die ich von den 50 Hertz in diesem Zeitintervall hatte. Ja. Und da sieht man relativ eindeutig, es gibt hier Überfrequenz, es gibt dort oben Überfrequenz und direkt nach dem Stundenwechsel gibt es Unterfrequenz. Ja. Das heißt, ja, also sage ich mal 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr, habe ich wieder so einen Sprung. Ja. Man sieht das auch, wenn man sich da die Daten wirklich als Zeitreihe plottet, man sieht das recht schön, da gibt es halt so einen Peak nach oben, das Niveau wird für 2-3 Minuten gehalten und dann sackt das relativ stark ab. Allerdings nicht mehr zu jedem Stundenwechsel, also früher sah dieses Diagramm wohl wesentlich krasser aus. Ja, guckt man sich quasi die Anzahl der Abweichungen an, stellt man fest, dass das meiste, was so an Abweichungen passiert, und ich habe hier jetzt immer nur das geplottet, was mehr als 70 Millihertz sind, das passiert halt hier um den Tageswechsel rum. Andi? Frage war, kommen diese Frequenzabweichungen durch die Korrektur der Netzzeit, sprich der Radiowecker, die irgendwelche Leute haben, zustande? Antwort nein. An der Stelle wird über einen längeren Zeitraum, also es sind wirklich so 2-3 Tage, die Sollfrequenz im Netz von den 50 Hertz auf 50,1 oder sowas erhöht. Ja, das heißt, die Abweichung dieser Netzzeit, das dürfe mal 10 Minuten sein und du hast ja keine Notwendigkeit, jeden Tag so eine Korrektur durchzuführen. Ich habe später noch eine Folie, beziehungsweise spring da mal hin. Das ist so ein typischer Verlauf. Da oben UTC stimmt nicht, das ist jetzt wirklich Mitternacht, europäische Sommerzeit. Ja, das siehst du halt irgendwie, du hast eine leichte Überfrequenz, die wird auch, sag mal, angefahren. Das heißt, es gibt da vorne dran einen Trend, der in die Richtung geht.
Und dann macht es hier Rums innerhalb von 2 Minuten. Das sind schon massive Belastungen. Das ist jetzt ein Delta von, naja, 160, 170 Millihertz. Das machst du nicht, um eine Netzzeit zu korrigieren, sondern das ist halt irgendwie so ein komischer Fuck-up, den ich noch nicht genau verstanden habe. Ja? Aber das ist jetzt kein Einzelfall, sondern es gibt viele von diesen Events. Hier sieht man das auch, also das ist jetzt einfach hier die Tage, da die Uhrzeit, da oben gibt's so ein kleines rotes Band und so blaue Bänder, da sieht man, dass im Prinzip die Abweichungen wirklich immer auf den Tage an der gleichen Stelle sind. Ja. Ich habe noch nicht genügend Daten, um da mehr rauszulesen. Es gibt dieses Projekt Netzfrequenzinfo im Netz, der hat da auch einen Blog, wo er zum Beispiel die Fußball-WM anhand der Netzfrequenz kommentiert hat. Sieht man halt. Das sieht man, also der zeichnet jetzt halt schon ein paar Jahre auf und da sieht man halt hier relativ gut diese horizontalen Strukturen. Das heißt, um irgendeine Uhrzeit passiert da was. Zum Beispiel auch Jahreswechsel, also von hinten kann man das bestimmt ganz gut sehen. Das hat so eine Wellenform, das hängt einfach damit zusammen, wann wird es denn dunkel, wann schalten Leute ihre Lichter an. So, ich war dann in Lautern mit dieser Baustelle am Rumnörden und parallel hat Maurice auch angefangen rumzunörden und er hat mir ein paar Bilder gegeben. Finde ich auch sehr spannend. Was er gemacht hat, ist im Prinzip sehr ähnlich. Das hat irgendein AC-Netzteil genommen von einem Siemens Gigaset JWD. Jetzt kramt er in der Tasche, ist er vermutlich dabei. Deswegen ist hier ein Telefonadapter. Das ist aber nur ein Adapter von Gigaset-Anschluss auf Steckbrett. Hier ist ein Spannungsteiler, da geht ein Audiokabel raus. Er hat einfach über einen Spannungsteiler das Niveau wieder auf keine Ahnung, plus minus 100 Millivolt oder sowas in der Größenordnung runtergedämpft und das seiner Soundkarte vorgesetzt und schneidet die Daten halt jetzt einfach mit. Ja, und da sieht man schon ein paar lustige Effekte in seinem lokalen Stromnetz. Ja, das ist eine FFT von diesen Messdaten. Einmal hier 50 Hertz, dann geht das hier halt in Schritten hoch und ich glaube hier, das wären 400 Hertz und da taucht irgendein Signal hier auf. Also sieht man im Wasserfalldiagramm, irgendwas ist da. Das links und rechts, das ist nur Übersprechen, aber hier ist die große Amplitude, da ist was. Zieht man sich da ein bisschen genauer raus und macht einen Bandpass um die 400 Hertz drumherum, kommt die Darstellung da oben raus. Das heißt, das sind irgendwelche Pulse im Stromnetz. Stellt sich raus, das ist eine Decapit-Rundsteueranlage, die in Kaiserslautern wohl installiert ist. Also das Steuersignal für die Straßenlaterne habe ich schon mittlerweile rausgefuchst. Es gibt da noch so ein paar andere Signale, die da vor allen Dingen morgens um 6 Uhr ausgestrahlt werden. Haben wir noch nicht ganz verstanden, aber ja, ist eine lustige Spielerei und das kann man prinzipiell auch mit so einer Hardware machen. Ja, ich weiß... Okay, die Frage war, hast du eine Replay-Attacke probiert? Die Antwort ist, diese Rundsteuersignale, da braucht man halt so irgendwie Größenordnung 50 kVA an Leistung, um sowas auszusenden. Habe ich jetzt nicht im unmittelbaren Zugriff, insofern nein. Aber es gibt da noch nicht mal irgendwelche Kontrollbits oder so. Also das ist wirklich einfach nur, guck mal, hier kommt ein 8-Bit-Code oder irgendeine komische Anzahl von Bits. 10 Bits, DK. 10-Bit-Signal und das wird halt von allen Geräten interpretiert. Wahrscheinlich kannst du damit, wenn in deinem Straßenzug noch die Straßenlaterne anschalte, wenn du dir irgendeine clevere Schaltung überlegst, aber du kannst halt jetzt nicht über ein Stadtgebiet oder so Blinkenlights spielen. Das, Bitte? Genau, Kommentar, 6 Uhr könnten Elektrospeicheröfe sein. Tarifumschaltung zwischen Haupttarif, Nebentarif. Es gibt da verschiedene Kandidate, was es sein könnte, aber so richtig eindeutig haben wir es noch nicht. Aber es wird aufgezeichnet und schauen wir mal, was passiert. Ja. Ich mache den Vortrag mal fertig. Ich weiß, dass hier noch 2 Fragen waren, aber das machen wir dann einfach hinten dran. Es gibt auch so ein paar What the Fucks. Ich weiß nicht, ob man es von hinten sieht, aber das hier ist so ein Tapetenmuster, was halt komplett durchs Frequenzband sich zieht. Also wir haben keine Ahnung, was es ist. Es ist aber da und man könnte es sich ausdrucken und an die Wand kleben. Das sieht eigentlich sehr hübsch aus, wenn man eine größere Auflösung hat.
Dann gibt es hier nochmal so, also hier der Netzsinus wirklich einfach geplottet, die Schwingung. Gibt es hier so kleine fehlende Spannung, die da mal so aufgetreten ist. Das sieht man in so einer Aufzeichnung natürlich auch sehr gut. Ja, also Maurice, wie viele Daten pro Tag sammelst du so roundabout? 21 Megabyte pro Stunde. Also es sind ein paar Daten, man braucht ein paar Platten dazu, aber man hat dann im Prinzip alles und kann sich im Nachhinein überlegen, welche Ausweitung man denn gerne fahren würde. So, letzte Folie. Das Ganze ist Open Source. Liegt auf GitHub, github.com/netsinus. Es gibt ein Repository für die Hardware und die Firmware, es gibt ein Software-Repository, es gibt ein Repository mit meinen Analyseskripten. Bei den Analyseskripten ist auch ein Archiv meiner bisherigen Messdaten dabei. Insofern, wenn ihr Bock habt, damit rumzuspielen, go for it, schreibt mir eine Mail und rechnet lustige Bilder aus. Die Webseite NetSinus selber, die braucht noch ein bisschen Liebe, vor allen Dingen halt mehr Messgeräte, mehr Messstandorte. Mich würde auch interessieren, wenn ich, also ich messe jetzt halt nur bei was immer hier, Amprion, was machen denn andere Netzbetreiber? Also was macht Tenet, was macht 50 Hertz? Keine Ahnung, wenn ihr aus Berlin kommt, überlegt euch mal, ob ihr dort nicht messen wollt, weil das sind nochmal andere Daten und ich weiß schlichtweg nicht, ob die gleich sind oder anders. Die Hardware hier ist quasi schon darauf vorbereitet, dass man es zum Netzanalysator aufpimpen kann. Ja, also deswegen auch der relativ große Mikrocontroller. Ich würde halt gerne die FFT in Echtzeit direkt hier auf dem Board machen und dann nur noch markieren, okay, da war jetzt ein Dekabit-Bit bei 400 Hertz oder halt nicht. Ja, damit man die Daten ein bisschen handhabbarer macht. Und diverse andere Spielereien. Und natürlich Rundsteuersignale einfach mal auswerten mit der Hardware ist im Prinzip auch möglich. Dann vielen Dank und ich freue mich auf eure Fragen. Bitte. Leute viele Messstationen über ganz Amerika verteilt haben und mit Rubidium-Frequenz normal oder so auch die Phase von den einzelnen Netzen, Netzstrom verglichen haben, da sieht man dann so Wellen in den Kontinenten laufen. Mhm. Also die Frage war, macht es Sinn, das auf mehreren Phasen zu tun und simultan mehrere Phasen zu messen? Nein, nicht mehrere Phasen, sondern mehrere Phasen an verschiedenen Standorten. Mhm. Macht man auch in Europa. Die UCTE nennt das ein WAMS-System, Wide Area Monitoring irgendwas. Was du ansprichst, sind halt Synchrophasoren. Die haben im Prinzip ein über GPS oder Dollar-Zeitreferenz kalibriertes Auswerte oder Startsignal und messen dann halt über den Kontinent verteilt an verschiedenen Stellen wirklich zeitsynchron. Und da kann man halt so Netzpendelungen sehen. Das heißt, dieses europäische Netz, das schwingt halt, das hat so eine gewisse Abweichung und die will man natürlich eindämpfen und sage, okay, man beschränkt sich jetzt auf einen sehr kleinen Bereich dieser Pendelung. Ja, kannst du machen, brauchst dann halt irgendwie eine Antenne, die du halt raushalten kannst, weil Indoor-Betrieb und GPS ist halt eher nicht so cool. Deswegen habe ich das jetzt mal hinten angestellt. Aber prinzipiell wäre es nur eine kleine Änderung zu sagen, ich habe hier ein Triggersignal und dann messe ich halt. Fände ich auch cool. Also go for it. Bitte. Wurden da mal Überlegungen angestellt, Attackenwegen zu fahren? Also zum Beispiel, was ich mir jetzt denke, wenn man einen Ort hat, der relativ stark ausgelastet ist mit Photovoltaikanlagen, was sehr kleine Anlagen sind, und auch schnell nachregeln, um Netze vorzubereiten, könnte man ja eventuell probieren, dass man eine Last an das Netz anschließt und wieder wegnimmt, mit der Frequenz, mit der Regelkreis Also die Frage bezog sich auf ein Angriffsszenario. Sammeln wir mal kleines Ortsnetz, es gibt irgendeine große Last und man versucht halt jetzt durch gezieltes An- und Abschalten einer Last Unruhe zu erzeugen. Paraphrasiere das mal so.
Kannst du im Prinzip tun. Also ich würd noch einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, ich melde mich als Anbieter von Regelleistung an. Ja, ja, ich gehe zur Börse, vertick das und kauf mir einen ganz, ganz großen Widerstand, nämlich einen Heizstab und einen See. Und dann hänge ich meinen Heizstab in den See und verdiene damit Geld und kann halt lustig Dinge mit tun. Also es gibt Stadtwerke, die machen genau das, nur mit dem Ziel, nur Geld zu verdienen und keinen Unsinn damit zu tun. Also zum einen müssen wir zu den ganzen alten Wechselrichtern überall hinfahren, dass da die Werte manuell ändern, weil die immer weiß, dass sie das machen. Das ist wahrscheinlich da auch bei der bisher Anordnung geschaffen. Jetzt ist es halt verteilt und der neue Wechselrichter war halt aktiv dagegen. Das heißt, wenn das Ja, Sie machen eine Leistungsregulierung, aber also okay, Frage beziehungsweise Kommentar, Wechselrichter von Photovoltaikanlage regeln schon gegen Frequenzabweichungen dagegen, so habe ich es jetzt verstanden. Tun Sie nicht. Sie speisen immer phasensynchron ein, was Sie machen ist eine Leistungsreduktion, das heißt, wenn die Frequenz hochgeht, speisen Sie einfach weniger Leistung ein. Sie könnten, ich meine, das ist ja im Prinzip einfach nur Elektronik, Sie könnten natürlich auch die Physik von so einem Großkraftwerk simulieren und quasi dagegen regeln und halt irgendwie ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer ihren Strom loswerden. Machen Sie momentan nicht, es gab aber im letzten Jahr eine DENA-Studie, also Deutsche Energieagentur, zum Thema Systemdienstleistungen im Stromnetz. Und da war das einer der Vorschläge, dass man sich das mal genauer anguckt. Es gibt auch von 2007, IWES in Kassel, gibt es Publikationen zu genau dem System. Ja. Also im Moment Frequenzregulierung bei Solarwechselrichtern nicht einbaufähig, kriegst du auch nirgendwo installiert, aber es gibt Überlegungen in die Richtung. Fände ich auch cool. Also das wäre mit Sicherheit das robusteste System, was man machen kann. Nein. Eine Solaranlage, also Frage, speist eine Solaranlage mit einer Rechteckspannung ein? Antwort, nein. Sie macht PWM und hat vorne dran ein Glättungsglied. Das heißt, sie speist halt gepulst ein, aber dadurch, dass vorne dran nochmal Kupferspulen sonst was hängen, bilden sie einen idealen Netzsinus nach. Also wirklich synchron zu dem Netzsinus, den sie da gerade misst. Gut, dann vielen Dank. Ich bin die Tage noch da, wenn ihr später noch Fragen habt.